Die Bastelgarage begrüßt euch. Mein Name ist Jürgen und ich freue mich, dass ihr heute mal wieder dabei seid. Es geht darum, ich will mir, das kommt aber erst im nächsten Video, etwas bauen, einen Art neuen Schreibtisch. Und da muss ich eine Ecke abrunden. Das heißt, eine Holzkante muss rund geschnitten werden. Und normalerweise passiert mir bei sowas immer dieses hier. Und zwar hier die Rundung bei dickem Holz. Ich halte mal gerade einen Winkel dran. Und zwar hier. Das ist nicht winklig, wie es sein sollte. Das geht in meinem Fall nach oben weg. Aber ich weiß nicht, wie ich sonst eine so große Platte, die hier ist jetzt 80 cm tief und 2 Meter lang, die bekomme ich weder unter meine Bandsäge noch sonst irgendwo hin. Also ist das mit der Stichsäge zu schneiden eigentlich optimal. Und jetzt baue ich mir etwas, damit dieser Winkel hier, damit das gerade ist. Wie ihr alle wisst, ich freue mich immer wahnsinnig über all die tollen Kommentare, die ihr schreibt. Und in meinen Videos benutze ich gerne Restholz. Also Holz ist mittlerweile dermaßen teuer geworden, dass ich also wirklich jedes Stück aufbewahre. Und manche Kommentare schreiben dann, wo hast du das ganze Restholz her? Ja, dazu zur Erklärung, ich baue halt viel und dementsprechend fällt auch viel Holz an. Und das hier sind halt alles so Stücke, wo ich einfach alles, was irgendwie mal angefallen ist, aufbewahre. Ist auch teilweise tatsächlich mal geordnet, soll man gar nicht meinen. Und da habe ich mir jetzt ein paar Holzstücke rausgesucht. Da wir jetzt einmal auch gerade über die Kommentare gesprochen haben, ich lese alle Kommentare, habe leider nicht immer die Zeit, alle zu beantworten. Und dafür schon mal Entschuldigung jetzt im Voraus. Es gibt dann, wenn ich hier baue, in der Garage, wie solche Kommentare hier, freut mich, dass den Leuten das auffällt. Es stimmt im Nachhinein, das ist ein anderes Projekt, ich hätte verschiedene Sachen anders machen können, aber wenn ich hier am Bauen bin, ergibt sich meistens erst im Nachhinein, dass man das anders hätte machen können. Dementsprechend, ich habe jetzt hier auch Reststücke gefunden. Ich schreibe erst, wenn das Video fertig ist, schreibe ich erst die Maße dran. Weil ich glaube, das, was ich mir jetzt hier rausgesucht habe, ist eigentlich im Moment noch zu groß. Da muss ich noch jede Menge von abschneiden. Ich zeige euch aber trotzdem jetzt mal, was ich für Maße gebraucht habe. Beginnen möchte ich das Ganze mit einem kleinen Ausblick auf das fertige Teil. Und zwar sieht das, nur ganz kurz, so aus. Darum seid gespannt. Nun möchte ich auf diesem 4 mm Holz später die Stichsäge aufbringen. Und dazu möchte ich dieses Holz hier, wie gesagt, da soll die Stichsäge eigentlich rein. Also das heißt, das will ich mir rundherum ausschneiden. Und dafür habe ich mir jetzt hier mit dem Streichmaß 2 cm einmal angezeichnet, um den Rand anzuzeichnen. So, da kommt dann die Stichsäge drauf. Und hier an der Seite zeichne ich mir das dann an. Jetzt habe ich mir das Streichmaß auf 1 cm gemacht. Damit schiebe ich die Stichsäge zurück und zeichne mir dann hier vorne auch an, wo die hier aufhört. Dann nehmen wir die Stichsäge mal weg und verlängern einfach mal nach hinten diese Striche. Wie gesagt, wenn das jetzt ein bisschen groß aussieht, ich habe im Moment noch keine endgültigen Maße, die habe ich euch hier vorne dann aufgeschrieben. Und das hier schneiden wir uns jetzt mal an der Bandsäge heraus.
Da haben wir jetzt den Ausschnitt. Das hier ist das 4 mm Brett, das ist das 12 mm Brett. Das lege ich mal hier drauf. Und dann soll später hier die Stichsäge von hinten hineingeschoben werden. Jetzt brauche ich natürlich hier rechts und links irgendwelche Halter, damit die Stichsäge nicht nach oben raus verschwindet. Jetzt soll ja dieses Brett hier an der Seite die Stichsäge festhalten, dass die nicht nach oben weg kann. Dazu zeichne ich mir erstmal hier an, wie breit das ganze Holz, was ich benutze, ist. Dann mache ich von jeder Seite 28 mm hier einen Strich und von hier aus auch 28 mm. Dann geht das nämlich 8 mm jeweils rechts und links drüber. Das übertrage ich jetzt nach hier. So, und das muss jetzt hier auch ausgeschnitten werden, wie eben das untere Brett. Nehmen wir das oberste Brett mal wieder weg. Und zwar muss ich jetzt hier unten drin, ich muss das gerade noch ausrichten, das Brett, dass das schön gerade drauf liegt. Und zwar muss ich hier drin mir hier dieses Loch hier anzeichnen, wo normalerweise was von der Stichsäge vorgegeben ist. Und das schneide ich mir jetzt mit der Stichsäge aus. Ich habe mir vorher zwei Löcher hier reingebohrt, damit ich da eintauchen kann. Da ist das Loch und das schieben wir dann da drüber. Das muss auch nicht so genau sein, aber Hauptsache dieses Loch hier ist frei, dass ich später das Sägeblatt hier von unten da reinbekomme und dass das Platz hat, dass ich sehe, wo ich schneiden kann. Nehmen wir mal die Abdeckung noch kurz weg und jetzt hier, wo die Stichsäge zu Ende ist, da mache ich mir ein Strichchen. Der muss natürlich schön vorne hier, muss die Maschine hier vorne schön fest anliegen. So. Und das ist jetzt mein Maß, nachdem ich beide Bretter oder alle drei hier eigentlich abschneiden muss. Ich mache das mal kurz. Leimen wir jetzt als nächstes erstmal die Sachen aufeinander. Während die anderen Teile trocknen, habe ich mir jetzt hier zwei Stücke 155 x 55 mm zurechtgeschnitten und die leimen wir auch aufeinander. Dann kann das Ganze nämlich alles zusammen trocknen, obwohl wir das Ganze erst später brauchen. Ha, und fast vergessen, die Bretter sind jeweils 12 mm dick. Jetzt habe ich mir hier 12 mm Plättchen zurechtgeschnitten, 55 x 55 mm und die leime ich jetzt aufeinander. Das Ganze ist zwar noch nicht trocken, aber ich klebe jetzt hier an diesen langen schmalen Teilen schon mal diesen zusammengeklebten Fünferklotz einfach mit dran, dann kann das nämlich schön trocknen. Hier habe ich jetzt die ganzen Schraubzwingen abgemacht und zwar kommt hier jetzt hier die Stichsäge so hinein und das Ganze geht hier hinten, wackelt das bei mir noch ein bisschen. Ich habe aber hier die Rückseite, das untere Blech von der Stichsäge, das steht hier hinten bei mir so 3 mm über. Da habe ich anscheinend das Holz zu kurz abgeschnitten. Zeigt sich aber jetzt, dass sich das lohnt. Und zwar, um diese Bewegung wegzubekommen oder um überhaupt die Stichsäge hier festzubekommen, dass die während dem Betrieb nicht rausrutscht, habe ich mir hier so ein kleines Brett, auch 12 mm ist das, glaube ich. Das ist 100 x 24 mm. Das soll hier hinten drauf, also eine Art Abschluss, damit das Ganze nicht rausrutschen kann. Ja, so. Und das Ganze möchte ich, eigentlich war geplant, dass mit solchen Schrauben hier hinten dann festzuschrauben.
aber ich bekomme hier unten Probleme mit der Höhe. Und zwar der Griff hier hinten, der käme zu sehr auf den Boden drauf. Deshalb habe ich mich entschlossen, hier solche Imbusschrauben zu benutzen und das Ganze dann hier mit diesen Rampermuffen festzumachen. Dafür werde ich mir jetzt hier bei diesem Brett einfach das Metall hier hinten anzeichnen. Das ist die Oberkante und da werde ich mir jetzt einen Schlitz reinschneiden, der dann genau dieses Metall hier aufnimmt und festhält. Ja, dann machen wir das Ganze mal hier so probeweise dran. Das hält schon prima und jetzt müssen wir natürlich hier die Löcher reinbohren. Man muss ein bisschen drauf achten, weil ja jetzt hier unten hier diese Ecken drin sind. Und deshalb muss man halt sehen, dass man möglichst da genau die Löcher reinbohrt für diese Rampermuffen. Das habe ich mir jetzt hier festgeklemmt, damit ich hier eine schöne gerade Fläche bekomme, dass das nicht runterrutscht. Und bohre jetzt jeweils hier ein 3 mm Loch vor. So, und hier bohren wir jetzt für die Rampermuffe die Löcher hier rein. Hier bohre ich jetzt auch die Löcher rein. Das sind jetzt 6 mm Löcher. Und durch die vorgebohrten 3 mm Löcher weiß ich genau, wo ich hin muss. Wie gesagt, weil dieses Loch 6 und das andere 8 mm für die Rampermuffe ist. Drehen wir die Rampermuffe mal da hinein. Da sind jetzt die beiden Rampermuffen drin. Jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Hier habe ich jetzt die Schrauben drin und setze das Ganze hier rein. So, bombenfest das Ganze. Drehen das Ganze jetzt einfach mal rum. Und dann habe ich hier ein Sägeblatt. Das ist natürlich, das muss natürlich länger sein. Das hier ist, glaube ich, insgesamt ja, 15 cm. Verlinke ich aber wie alle Werkzeuge oder die meisten meiner Werkzeuge unten in der Beschreibung. Da könnt ihr dann mal nachschauen. Und jetzt geht es hier um diese Rückseite. Und zwar ist das ja mein hinterer Anschlag. Ich habe ja hier dieses Brett. Das muss ja nachher hier anschlagen, hier oben. Da soll das ja drauf liegen, damit das sich nicht bewegen kann. Und deshalb zeichne ich mir jetzt hier einfach mal hinten diese Linie an. Und zwar, das Holz kommt ja hier hin, damit ich hier einen Anschlag habe, hier unten, damit ich weiß, wo dieses Endstück hin muss und hier, wo das Sägeblatt auf der Rückseite ist. Jetzt habe ich mal die Stichsäge rausgebaut. Hier habe ich meinen Strich und das Brett soll ja nachher hier drunter. Und da zeichne ich mir jetzt auf der anderen Seite auch noch eine Linie an. Und zwar kann ich jetzt das hier rechts und links, das wird weggeschnitten. Das brauche ich nicht. Ich brauche nur dieses schmale mittlere Teil. Hier kommt das Ganze so drauf, damit es hier eine richtige Führung hat. Und das Sägeblatt, es geht ja eigentlich mehr um die Führung nach rechts und links. Das machen wir gleich, da passiert was ganz, ganz anderes. Die Maße habe ich mir jetzt hier herum angezeichnet, sodass ich hier zwei Anschläge habe, hier und hier auch. Und hier kann man das sehen, ja, möchte ich mir so zwei Rundungen reinschneiden, dass das Ganze ein bisschen Stabilität hat und was schön aussieht. Hier habe ich mir jetzt, nachdem ich das ausgeschnitten habe, die Stichsäge wieder reingemacht und das Sägeblatt. Und dann mache ich mir hier diese Halterung hier oben mal kurz mit einer Schraubzwinge fest, dass das hier anliegt. Nun wollen wir hier etwas machen. Und zwar das Problem ist, das Sägeblatt bewegt sich während des Schneidens und das führt auch zu diesen schiefen Schnitten. Jetzt habe ich hier sogenannte Kugellager. Wie gesagt, alles unten drin wird das verlinkt, da können wir nachschauen. Das kommt jetzt eins rechts, eins links
Und das führt halt dazu, dass das Sägeblatt zwischen diesen beiden Kugellagern hier hin und her laufen kann und die Form behält. Dazu habe ich mir jetzt hier einen einfachen Körner genommen und mache hier, der hat ja diese Spitze, setze das hier drunter, dass das anliegt und drücke dann hiermit ein Loch rein, damit ich weiß, wo die Mitte ist. Und genauso verfahre ich dann hier oben. Mache das Ganze mal los. Und dann habe ich hier meine zwei vorgezeichneten Löcher drin. Und da kommen jetzt auch diese Rampermuffen rein. Und zwar dieses Mal, die haben ein Innengewinde von 8 mm und außen, glaube ich, muss ich 9,5 oder sowas bohren. Und da bohren wir jetzt mal die zwei Löcher für die Rampermuffen rein. Jetzt habe ich natürlich eben Unsinn erzählt. Also das muss ein 12 mm Bohrer sein, um für eine 8 mm Schraube die Rampermuffe reinzumachen. Jetzt sollte man natürlich vorher prüfen, dass das Ganze hier auch tief genug gebohrt ist, bevor man diese Rampermuffe hineindreht. Dann hatte ich ja noch hier dieses eine Brett und das kommt zur Verstärkung noch hier oben drauf, damit ich hier die gleiche Höhe habe und das Ganze etwas noch zusätzlich stabiler ist. Das sieht doch schon mal toll aus, das dreht sich auch schön und das Sägeblatt passt erstklassig hier zwischen. Jetzt wird das Ganze ja hier miteinander verbunden und das Teil ist halt freischwebend. Deshalb würde ich gerne hier noch Schrauben reinmachen und auf der Seite auch, bevor ich das verleime. Jetzt mache ich aber erstmal an der Unterseite die Schrauben rein. Das soll ja jetzt hier runter. Ich drehe das mal so herum, beziehungsweise mache erstmal das Sägeblatt da hinein. So. Und hier jetzt ein bisschen Leim drauf. Und damit man das besser sehen kann, gehe ich mal so rum. Klemme diese Rollteile hier schon mal mit dazwischen, so dass ich hier eine Linie bekomme. Und mache mir das Ganze hier am unteren Rand mit einer Schraubzwinge erstmal vorsichtshalber fest. Und dann werde ich hier auch direkt Schrauben reinbohren. So sieht das Ganze ja jetzt mal von der Seite aus. Und ich kann jetzt Bretter in der Dicke von 50 mm kann ich durchschneiden. Jetzt habe ich aber hier gesehen, ich habe hier noch fast 2 cm die dieses Sägeblatt unten noch rauskommt. Also ich hätte hier an der Seite noch 1,5 Klötze drauf machen können, so dass wir locker also auf 6,5 cm hier Dicke von dem Holz kommen könnten. Dann bin ich eigentlich noch schuldig, wofür dieses Holz ist, was wir am Anfang gemacht haben. Ich zeige das jetzt nicht mehr. Ich habe es einfach hier eingeschnitten, habe hier auch eine Rampermuffe reingesetzt und das Loch auf der anderen Seite hier hinten etwas größer gemacht und da eine Schraube reingesetzt, einen Kopf drauf. Und zwar dient das Ganze dazu, hier kann man jetzt einfach, kann man das sehen? Ja, das macht man jetzt hier drauf, schraubt das fest, so, und habe dann hiermit einen Anschlag, womit ich hier so ein Brett auch in der Länge nach durchschneiden kann. Und zwar kann ich den Anschlag dann hier versetzen und kann dementsprechend gerade so ein Brett abschneiden. Kommen wir mal zu einem kleinen Test. Nochmal hier zum Vergleich. So hat das jetzt vorher ausgesehen. Hier ist diese Lücke entstanden. Das zieht sich hier komplett rum. Und jetzt will ich das mal hier mit meiner neuen Errungenschaft testen. Mal sehen, wie das so funktioniert. Thank you.
Das stimmt ganz genau. Das ist 100% gerade. Man sieht da, dass man keinen Spalt dazwischen hat. Das ist genau 90 Grad. Natürlich hätte man, das ist jetzt nur ein Probeschnitt, hier oben hätte ich was Klebeband drauf machen müssen. Und zwar ist mir hier beim Rundschneiden hier ein wenig die Kante ausgebrochen. Aber wie gesagt, das ist nicht schlimm. Beim nächsten Mal mache ich Klebeband drüber und dann passiert, diese Ausrisse passieren dann nicht mehr. Ja, das war doch mal wieder ein schönes, kleines Projekt, das auch relativ schnell geht. Und wie gesagt, habe ich komplett aus Resthölzern gemacht. Ich freue mich wahnsinnig, dass das Ganze so gut geklappt hat. Und auch euch meinen Dank für eure Aufmerksamkeit und euer Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch eventuell nächsten Samstag wieder zu begrüßen. Und zwar hier unten könnt ihr das schon sehen. Oh, jetzt scheint die Sonne hier so stark rein. Aber hier unten könnt ihr schon mal so ein bisschen das nächste Projekt sehen. Und dann werdet ihr auch hier diese Ecke, die ich hier abgeschnitten habe, das ist ja nur eine Probe. Das werdet ihr dann sehen, wie ich das gemacht habe, mit einer etwas größeren Ecke. Also bleibt mir gewogen. Nochmals herzlichen Dank. Bis demnächst. Gruß, euer Jürgen.